Ich wollte euch, besonders den Schmalbrötchen unter euch, Netzclub empfehlen. Das ist eine kostenlose SIM-Karte, bei der man jeden Monat 200 Megabyte kostenloses Datenvolumen hat, sogar EU-weit. Und man muss diese Prepaid-Karte auch nicht aufladen. Also keine Vertragsbindung, kein Aufladezwang. Ja, und das 9 Cent pro Minute und SMS. Und das Ganze wird werbefinanziert. Ich weiß nicht mehr, wie das früher war. Ich selber benutze die Karte gar nicht mehr, weil ich ja diese 16 GB bei sim.de habe. Ich glaube, das sind ganz wenig SMS oder E-Mails, die man bekommt. Ich weiß auch nicht, wie oft. Wie gesagt, das ist schon lange her. Am besten mal bei Netzclub anfragen, wie das gemeint ist mit werbefinanziert. Oder vielleicht gibt es sogar inzwischen ja, andere Möglichkeiten per Post. Ich weiß nicht genau, was da jetzt momentan da ist. Es gibt auch eine App, über die man dann die Karte bei Bedarf aufladen kann. Und ich sehe gerade hier, für Netzclubber sind Gespräche und SMS aus Deutschland in die Ukraine kostenfrei. Das kommt noch dazu. Das ist auch nicht schlecht. Ne? On top. So wie das so ziemlich jeder Provider anbietet, diese kostenlosen Gespräche. Sowie Datenverbindungen, ebenfalls kostenfrei. Bei Aufenthalt in der Ukraine auch noch, sind Gespräche und SMS ins In- und Ausland sowie damit ebenfalls kostenfrei. Wow. Datenverbindungen sind kostenfrei, also heißt das dann unbegrenzt oder wie? Okay. Also wenn man in der Ukraine ist, ne, hat man dann hier alles kostenfrei. Cool. Dies gilt vorerst bis zum 30.06.2022. Verlängerung vorbehalten. Also so habe ich das noch bei keinem anderen Anbieter gelesen, dass es jetzt im Land Ukraine auch noch mal alles kostenlos ist. Gespräche, SMS und Daten, alles. Okay, gehen wir mal kurz rüber zum Produktinformationsblatt. Und zwar, das ist ja hier der Tarif Sponsored Surf Basic, heißt das Teil. Und früher waren das nur 100 Megabyte vor 2019 war es nur 100 Megabyte und vor dem gleich waren es auch nochmal wieder 200. Also die haben irgendwie runter, jetzt wieder hoch auf 200 Megabyte seit dieser Vermarktung hier. Hier steht nochmal alles genau. Hier 25 MB Download, Upload. Und wenn die 200 Megabyte verbraucht sind, wird die Geschwindigkeit auf 64 Kilobit runtergeschaltet. Das heißt also für Chatten oder sowas müsste es eigentlich noch reichen. 64 Kilobit, das ist quasi Modemgeschwindigkeit aus 1997 oder ISDN-Geschwindigkeit, kann man auch sagen. Das ist nicht schlecht eigentlich. Ne? Je nachdem, welche Anwendung, könnten die sogar noch ausreichen. Ja, ob das für WhatsApp reicht, weiß ich gar nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Keine Ahnung. So, das sind noch die restlichen Tarife hier. Wer noch eine All-Net-Flat buchen will, als Prepaid-Tarif, das kostet so viel. Bei 6 GB Volumen kostet so viel. Bei 12 kostet so viel. So, was gibt es sonst noch? Genehmigungsfrist. Ja, also alles komplett transparent. Also da kann man nicht viel falsch machen, also gar nichts eigentlich. Ne, einfach mal ordentlich informieren, so wie es da steht, und mal bei denen anrufen und fragen. Und man muss sich natürlich auch legitimieren. Also, wenn man die Karte dann bekommt, muss man sich, glaube ich, mit Postident oder einer anderen Art und Weise, muss man sich natürlich identifizieren. So wie bei anderen Verträgen auch. Und ja, wenn alles klappt, hat man dann jeden Monat 200 Megabyte kostenlos und ja, wenn es reicht, okay. Ne? Man muss ja nicht unbedingt immer das und das buchen. Manche brauchen nur 200 Megabyte Datenvolumen. Ja, okay, alles klar. Das wollte ich nur noch empfehlen für diejenigen, die es noch nicht kennen. Und ja, wenn ihr noch ähnliche Angebote seht wie das hier, dann könnt ihr gerne darunter schreiben. Mir fällt jetzt momentan nichts anderes ein, außer Netzclub, die kostenloses Internet
auf diese Art und Weise anbieten. Also werbefinanziert. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.